Ja, und herzlich willkommen bei mir im Studio, Andreas Weikert, Obmann von Wien Süd, einem gemeinnützigen Bauträger. Herzlich willkommen. Guten Tag. Aber wir sprechen über den Mietpreisdeckel und auch über die Situation bei den Mieten, die finanzielle Situation, mehr leistbaren Wohnraum schaffen. Das ist der Name einer Initiative, die Sie auch gegründet haben. Und deshalb auch gleich meine erste Frage. Als Obmann der Wien Süd haben Sie ja gemeinsam mit anderen Bauträgern diese Initiative gestartet. Jetzt gibt es diesen Mietpreisdeckel von der Regierung. Der müsste ja eigentlich eh schon alle Probleme lösen, wenn man der Regierung glaubt. Wie sehen Sie das? Das kann man so nicht glauben. Also die Probleme werden dadurch definitiv nicht gelöst. Das Problem ist ja zum einen, dass dadurch die Mieten ja nicht günstiger werden, sondern sie werden nur weniger stark steigen, zumindest nach dem Entwurf, der vorgelegt wurde. Und außerdem betrifft es ein Mietsegment für den Bereich der Gemeinnützigkeit, der Wohnungsgemeinnützigkeit, der ohnehin schon das günstigste Marktsegment ist. Wir reden hier, also dieses Gesetz wird in unserem Bereich Mieten betreffen, die ohnehin jetzt zurzeit bei 1,95 Euro pro Quadratmeter Miete liegen. Das heißt, die eigentlichen Preistreiber, die wir erleben in der jetzigen Zeit, die auch die Inflation am meisten anfachen, ist ja der freie Mietmarkt, also der mit der freien Mietzinsvereinbarung, und der wird damit überhaupt nicht angegriffen. Also eigentlich eine ziemliche Mogelpackung, weil nach außen hin wurde das ja als der große Wurf verkauft. Man kann es auch mit den Worten des Vorsitzenden der österreichischen Gemeinnützigen bezeichnen. Der hat richtigerweise gesagt, dass es ein zielsicherer Schuss ins Knie ist. Die gemeinnützige Bauwirtschaft, also die gemeinnützigen Bauträger, sind ein Garant in Österreich dafür, dass die Mieten generell stabil bleiben. Wir sind im Regelfall um ein Viertel billiger als die sonstige freie Miete. Und dieser Mietpreisdeckel zielt darauf ab, zwar weniger starke Steigerungen zu verursachen, allerdings behindert er auch in Zukunft durch einen Wegfall der Einnahmen, die wir ja als gemeinnützige Bauträger im Unternehmen belassen müssen und wieder reinvestieren müssen, dass somit auch die Sanierungstätigkeit in Zukunft und auch der Neubau darunter sicher leiden wird. Ein Argument ist, weil es ja auch ein recht hoher Betrag ist, 5%, ja, wo jetzt eh ohnehin alle damit rechnen, dass die Inflation endlich zurückgeht. Aber mal abgesehen davon, hat man hier von Seiten der Regierung argumentiert, es wäre sonst zu Preissteigerungen von 15% gekommen im nächsten Jahr eben bei diesen Wohnungen. Wie sehen Sie das? Das stimmt so nicht. Also die Miete per se wäre nicht um 15% gestiegen, sondern es betrifft Teilbereiche der Miete. Dazu muss man wissen, dass die Miete im gemeinnützigen Bereich sich aus vielen Komponenten zusammensetzt, die ohnehin schon alle gesetzlich geregelt sind. Das heißt, die sind gedeckelt per Gesetz oder Verordnung. Und diese Inflationsanpassung, die auch vorgesehen ist, und würde sie kommen, tatsächlich 15% sein, nämlich für 2 Jahre, nicht für ein Jahr, sondern für 2 Jahre ist das ja immer die Inflationsanpassung, würde das nur ungefähr die Hälfte der tatsächlichen Miete betreffen. Das heißt, wir würden dann nicht mehr so wie jetzt ungefähr 3,50 Euro am Quadratmeter bekommen, sondern die Miete würde dann um diese 15% von diesen 3,50 Euro steigen. Also wir reden dann immer noch von einer Miete, die weit unter dem österreichischen Durchschnitt ist. Mhm. Letzte Frage, ich bitte mal eine kurze Antwort. Was müsste passieren, damit der Neubau für leistbare Wohnungen angekurbelt wird? Ich glaube, es gehört primär ein Verständnis dafür her, ein gesellschaftliches Verständnis, dass günstiger Wohnraum neu geschaffen werden muss und dieser Wohnraum auch nicht nur darin bestehen kann, die bestehenden freien Mietvereinbarungen weiter zu fördern, sondern es muss dazu sein, einen stabilen Markt zu kommen. Das garantiert unter anderem die Gemeinnützigkeit.